willkommen zu meinem neuen Vlog. Die Weihnachtszeit hat begonnen. Ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen ersten Advent. Der ist ja jetzt schon wieder ein paar Tage her. Warte, ich guck mal kurz. Wir haben jetzt heute Donnerstag und am Sonntag war ja schon der erste Advent. Heute ist außerdem der 5. Das heißt, ich habe heute Monatstag mit meinem Freund. Wir sind heute 9 Monate zusammen. Voll schön. Allerdings können wir heute nichts miteinander machen, weil ich habe bis halb 4 Schule. Und danach habe ich direkt einen Zahnarzttermin. Das heißt, ich habe heute ein bisschen Stress. Bin wahrscheinlich auch erst spät abends zu Hause. Was ja spät abends, also abends halt. Und ja, ich bin schon komplett angezogen und geschminkt. Ich muss jetzt gleich los zur Schule. Mein Zimmer sieht ein bisschen chaotisch aus. Also ich habe mein Bett jetzt nicht gemacht. Und meine Schminke liegt auch noch rum und alles. Aber ich wollte noch eben mit euch meinen Adventskalender öffnen. Denn ich habe hier diesen. Ich weiß nicht, ob den viele von euch auch haben. Ich habe mehrere Adventskalender, weil irgendwie meine Eltern meinten, die müssten mir mehrere schenken. Deswegen stehen hier so viele. Also heute hatte ich diese Nagelsticker in meinem Adventskalender. Ist eigentlich ganz cool. Ich habe ja Fake-Nägel, wie ihr sehen könnt. Deswegen mal gucken, aber vielleicht kann ich die ja trotzdem da drauf machen. Ich muss eben noch meine Haare aufmachen, weil ich mache manchmal diese geflochtenen Zöpfe abends, weil meine Haare nass sind. Und dann habe ich am nächsten Morgen, wenn ich dann aufwache und die aufmache, habe ich diese Wellen in meinen Haaren. Also es sind jetzt keine Locken, aber diese geflochtenen Zopfwellen. Aber ja, das sind dann heute meine Haare. Ich finde es eigentlich ganz schön manchmal. Und genau. So, das ist mein Outfit of the Day. Ich trage diese graue Jeans von Pull & Bear, wie immer. Die ist einfach mega bequem und die ist jetzt frisch gewaschen. Das heißt, sie ist wieder richtig schön eng. Ich liebe das, wenn man Hosen frisch wäscht. Dann dieses langärmelige Shirt von H&M. Dazu meine Kette, wie immer. Auf die gehe ich gar nicht mehr ein, weil die trage ich eh immer. Die ist von Pure Lay. Und meine Wellenstein. Und meine neuen Air Force mit diesen Nike-Socken. So, ich bin jetzt wieder bei mir. Und ich habe jetzt Freistunde. Ich hatte gerade Kunst und so. Und jetzt habe ich Freistunde. Das heißt, ich werde jetzt mein Zimmer ein bisschen aufräumen. Also, wie gesagt, hier sieht es halt so aus und das geht ja schnell. Also ich muss eigentlich nur die ganzen Sachen wegräumen. Und direkt ist alles wieder ordentlich. Wegen dem, weil jetzt ja bald Weihnachten ist und so, wollte ich eigentlich mein Zimmer ein bisschen weihnachtlicher gestalten. Aber irgendwie weiß ich nicht so ganz, was ich hier hinmachen soll oder hinstellen soll. Und außerdem habe ich auch keine Lust, das dann im Januar, Anfang Februar wieder wegzuräumen. Also ich weiß nicht, ob ihr mich verstehen könnt, aber ich habe keine Lust, mein Zimmer zu dekorieren weihnachtlich, weil ich das dann ja auch irgendwann wieder wegtun muss. Das einzige Weihnachtliche in meinem Zimmer sind halt meine Adventskalender. Dann habe ich hier diese Weihnachtsmänner, diesen Stern, der ist echt richtig schön, den habe ich auch immer an. Dann habe ich den, naja, das sind halt so meine Adventskalender. Da ist auch noch so ein Weihnachtsmann oder Nikolaus oder was auch immer das sein soll. Aber ja, sonst habe ich hier nichts Weihnachtliches und das ist irgendwie ein bisschen schade. Und eigentlich hatte ich gerade gehofft, dass ich meine Lernzettel weitermachen kann. Habe ich gerade keine Lust dazu, deswegen. Aber ich kann euch ja mal zeigen, weil viele mich gefragt haben, ob ich nochmal ein Video machen kann zu meinem iPad. Dachte ich, ich gebe euch ein kurzes Update. Ich werde wahrscheinlich bald nochmal ein genaueres Video dazu machen, wie ich damit, nicht wundern, mein Nagel ist mir abgebrochen im Sportunterricht, weil wir Basketball momentan spielen und dann passiert sowas schnell. Auf jeden Fall wollte ich euch ein kleines Update geben. Ich kann da auf jeden Fall nochmal ein genaueres Video dazu drehen, wenn ihr das wollt, wie ich meine Lernzettel mache. Auf jeden Fall bei GoodNotes habe ich mittlerweile voll viele Sachen. Zum Beispiel habe ich für Pedda so Abi-Lernzettel angefertigt. Wie ihr seht, also das ist die App GoodNotes, die ich auch im letzten, also im iPad-Video gezeigt hatte. Zum Beispiel von Jean Piaget, den hatten wir als allererstes. Dann habe ich hier schon angefangen mit der Theorie von Sigmund Freud. Da kommt ja ein bisschen mehr. Dann habe ich hier so ein Blatt eingescannt und hier reingemacht. Also ihr wisst schon, was ich meine. So, das sind so meine Lernzettel, wo ich alles aufmale und aufschreibe.
Und die kann ich mir halt natürlich auch ausdrucken, wenn ich das möchte. Mir fehlen noch Kohlberg, Eriksen, alle fehlen mir noch. Ich mache das aber dann irgendwann, wenn ich zum Beispiel in den Winterferien Langeweile habe, dann kann ich die weiterschreiben. Englisch-LK habe ich jetzt zum Beispiel auch Hausaufgaben drauf gemacht, also eine Analyse drauf geschrieben. Und hier, das sind auch Hausaufgaben. Das kann ich euch auf jeden Fall als Update geben, für die, die es interessiert hat. Ich habe sehr viele Fragen nämlich noch dazu bekommen, ob ich mal ein Video dazu machen kann und so. Deswegen habe ich das jetzt mal gemacht. Also ich mache nochmal, glaube ich, generell ein Video dazu, wie ich euch zeige, wie ich meinen Lernzettel schreibe. Weil ich glaube, das interessiert auch viele, wie genau die App funktioniert. Dann kann ich euch die ein bisschen zeigen oder Vor- und Nachteile nennen, weil ich habe ja momentan schon ein bisschen Erfahrung mit der App gemacht. So Leute, ich melde mich endlich wieder. Der Tag ist schon rum. Ich habe schon gegessen. Ich habe mich auch schon abgeschminkt, wie man sehen kann. Ich bin sehr blass. Tut mir wirklich leid. Wir haben 18.14 Uhr erst. Und mein Dad war gerade da und hat mir mein kleines Nikolaus-Geschenk gebracht. Voll süß. Danke nochmal, falls du das siehst. Und da war eine Lichterkette drin, ein Lichterkettennetz, was ich mir eigentlich zu Weihnachten gewünscht hatte. Aber er hat es mir einfach zu Nikolaus geschenkt. Voll cool. Und ich habe mir so einen Vorhang, also kein Netz, weil ich habe da dieses Netz. Und ich habe auch hier diese Lichterketten. Und ja, ich habe mir so einen Vorhang gewünscht, was mega cool aussieht dann in meinen Videos und so. Deswegen werde ich das jetzt mal aufhängen. Also versuchen aufzuhängen und muss mal erstmal gucken, wie ich das hier aufhänge, weil ich muss meine andere Lichterkette ja dann auch abmachen. Leute, ich bin endlich fertig und es sieht so schön aus. Also natürlich jetzt ein bisschen blöd, dass es nicht die ganze Wand lang geht. Aber egal, was soll ich machen. Also ich finde es jetzt nicht so schlimm. Hier ist jetzt meine alte, die leuchtet auch noch. Ich überlege die, ob ich die halt jetzt hier so weiterhängen will. Eigentlich will ich das abmachen, schon so lange. Aber leider haben wir einen kleinen Fail gehabt und das ist um die Gardinenstange drum. Das heißt, ich müsste meine ganze Gardinenstange abnehmen, wenn ich das Lichterkettennetz abmachen wollen würde. Und das will ich nicht. Oder auf jeden Fall ist das viel zu viel Arbeit. Deswegen habe ich es halt schon immer da. Und es ist ja alles mit meiner Alexa verbunden, die da steht. So, die und die ist mit Alexa verbunden. Alexa, Lichterketten aus. Okay. Also so schalte ich die halt auch immer aus und an. Aber diese Wand ist so wunderschön. Ich muss meinem Dad gleich ein Foto schicken. Außerdem gibt es hierzu halt noch eine Fernbedienung und ich habe meine Steckdose da unten. Das heißt auch direkt an meinem Bett. Also ich kann die auch halt direkt hier von meinem Bett aus, wartet, so aus und wieder anmachen. Und es gibt halt unterschiedliche Programme. Zum Beispiel einmal das Gemischte. Und es gibt auch so ein Mega-Flackern. So, das habe ich euch ja schon gezeigt. Ich habe jetzt noch aufgeräumt, ein bisschen Staub gewischt und so. Und da oben wollte ich euch jetzt noch zeigen, habe ich jetzt hier die andere Lichterkette aufgehangen und die da oben drum gewickelt. Ich denke, das ist eine ganz gute Lösung, weil ich sonst echt nicht wüsste, wohin ich die jetzt noch tun sollte. Ich finde, man kann nie genug Lichterketten haben. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr findet, dass das zu viel ist. Aber ich weiß nicht. Und ich stelle mir das so cool als Videohintergrund vor. Und an dieser Stelle würde ich auch schon sagen, beende ich diesen Vlog. Denn ich denke, er ist lang genug geworden. Ich habe euch ja den ganzen Tag so ein bisschen mitgenommen. Und euch auch gezeigt, wie ich mein Zimmer ein bisschen umdekoriert habe jetzt. Ein bisschen weihnachtlicher und so zu machen. Also es ist weihnachtlicher, es ist ja eigentlich nur eine neue Lichterkette. Aber es sieht auf jeden Fall mehr nach Gemütlichkeit aus als vorher. Und genau, das ist eigentlich voll das gute Licht, ne? Schon allein für eine Lichterkette. Okay Leute, das war's dann mal wieder mit meinem Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es tut mir wirklich leid, dass ich so krank blass aussehe. Aber ja, ich werde auf jeden Fall jetzt im Dezember wieder mehr Vlogs hochladen, da ich Lust bekommen habe, mehr zu vloggen. Meine Weihnachtszeit auch ein bisschen mit euch zu teilen. Wenn ihr mehr von meiner Weihnachtszeit und so sehen wollt, dann folgt mir auch gerne auf Instagram. Da poste ich immer Stories und auch Beiträge. Ich versuche auch ein bisschen weihnachtlicher jetzt zu werden auf Instagram, da es, glaube ich, sehr viele schön finden. Das war es auf jeden Fall mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt gerne einen Kommentar. Abonniert gerne meinen Kanal, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.